Ich war natürlich entsetzt, als ich von den ersten Attacken auf Kunstwerke gehört habe. Ganz grundsätzlich halte ich die Anwendung von Gewalt für die Durchsetzung politischer Ziele für vollkommen unangemessen. Ich bin in die Knochen hinein ein Demokrat und meine, man sollte solche Fragen, in welche Richtung die Politik gehen soll, wirklich in der Wahlurne entscheiden und nicht auf der Straße und schon auf keinen Fall mit Gewalt. Dazu kommt, dass ich in diesem Fall ganz offen gesagt den Gegner für falsch gewählt halte. Museen sind geradezu der natürliche Verbündete von Klimaaktivisten, denn in den Museen ist die Haltung, etwas zu konservieren, nicht für Jahre, sondern für Jahrzehnte, Jahrhunderte, wenn es geht, für Jahrtausende, gleichsam im genetischen Code verankert. Und last but not least bin ich natürlich in einem hohen Maße beunruhigt nach den Attacken in Haarlem, nach den Attacken im Moritzhuis, in Berlin, im Louvre, an anderen Stellen. Muss man fürchten, dass das vielleicht nur der Anfang ist. Bis jetzt haben die Klimaaktivistinnen und die Klimaaktivisten vermieden, einen nachhaltigen Schaden an den Kunstwerken herbeizuführen. Es ist ganz auffällig, dass nur hinterglaste Werke beschüttet und bespritzt werden, dass man sich nur an Geländer festklebt und nicht an Objekten selbst. Aber das kann der Vorbote einer Radikalisierung sein. Vergessen wir nicht, dass auch die schrecklichsten terroristischen Angriffe, die wir in der Geschichte erlebt haben, nicht der Anfang einer Geschichte waren, sondern sehr oft das Ende. Und dass am Anfang auch eine RAF letzten Endes ganz harmlose Sit-ins, Protestnoten gestanden sind, die sich schließlich immer weiter entwickelt haben, bis daraus ein Terror geworden ist, den wir bis heute eigentlich für einen der schrecklichsten Angriffe auf die deutsche Geschichte sehen. Und ich vernehme natürlich mit einer großen Befriedigung, dass sich Greenpeace von diesen Aktionen der Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten distanziert hat und das nicht für das geeignete Mittel halten, um hier auf die Klimaerwärmung hinzuweisen. Ohnehin besteht doch ganz augenscheinlich in Europa ein weitestgehender Konsens in den breitesten Schichten der Bevölkerung, dass wir eine Klimaänderung erfahren, eine schreckliche Klimaänderung. Und es besteht, glaube ich, auch ein Konsens, dass diese Klimaänderung menschengemacht ist und wir etwas tun müssen. Und wir wissen auch vielfach, was wir tun könnten, um diese Klimaerwärmung zu stoppen. Aber dazu bedarf es eines politischen Willens. Diesen politischen Willen können wir herbeiführen, indem wir ein richtiges Wahlverhalten an den Tag legen und uns überlegen, welche Parteien glaubwürdig sich für den Klimaschutz einsetzen. Aber die Sympathien wird man verspielen, wenn man Kunstwerke attackiert, die zum Menschheitserbe gehören. Es gibt auf der anderen Seite unter den Klimaaktivisten auch jetzt bereits Stimmen, die einer Eskalation das Wort reden und die dafür sind, dass man wirklich das Spektakuläre eines Angriffs auf ein Kunstwerk nützt, um die Menschheit und zumindest die Politik wachzurütteln und endlich geeignete Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung zu ergreifen. Ich verstehe das. Das muss ergriffen werden. Es läuft im Augenblick vieles falsch im Klimaschutz. Und der Krieg in der Ukraine hat das nicht leichter gemacht. Auf einmal ist eine Not an Energie vorhanden, die uns wieder zwingt, anscheinend auf fossile Energiequellen zurückzugreifen. Gerade das, was wir eigentlich unbedingt vermeiden wollten. Ich will jetzt mich gar nicht auf eine Klimadebatte einstellen, aber an alle appellieren, dass wir nicht eine Gewalt anwenden, die dann am Ende des Tages, womöglich wie zuletzt jetzt in Berlin, zu einem Todesfall führt, weil hier eine Straße blockiert worden ist, die Rettung nicht rechtzeitig für eine Patientin das Spital erreichen konnte und jetzt ist sie verstorben, genau aus dieser nicht erfolgten rechtzeitigen Hilfe. Vergleichbares kann auch bei einem Kunstwerk passieren. Es kann vermeintlich durch ein Glas gut geschützt sein und dennoch ein nicht wieder gut zu machender Schaden durch ein Eindringen passieren. Man hat mich auch gefragt, ob wir alle unsere Werke wieder verglasen sollten. Wir hatten früher die Werke verglast. Es gab dann verschiedenste restauratorische Untersuchungen, die gezeigt haben, dass auch verglaste Kunstwerke oft ein Binnenklima im Rahmen erzeugen, das bei ganz bestimmten Pigmenten einen Schaden an der Malerei anrichtet und haben ausgeglast, wie das Art Institute of Chicago, das Museum of Modern Art, wie viele Museen. Im Museum of Modern Art konnte ich erst kürzlich durch eine Konferenz mit meinen Kollegen dort erfahren, dass hier praktisch die gesamte Sammlung nicht verglast ist. Selbst solche
Ikonen wie die Demoiselle d'Avignon von Picasso sind nicht verglast, aber ein Werk ist verglast, die Sternennacht des Vincent van Gogh. Und aufgrund der jetzigen Attacken auf Kunstwerke, die verglast sind, stehen genau bei diesem Werk links und rechts je ein Wachtposten. Aber auch die wissen, dass sie letzten Endes keine Maßnahme gegen diese Attacken ergreifen können. Es ist leicht möglich, irgendwo versteckt am Körper eine kleine Dose mit einem entsprechenden Material, mit Tomatenketchup, mit anderem bei sich zu tragen. Die Entscheidung, hier überhaupt keine Mäntel mehr, keine Jacken, keine Taschen mehr zuzulassen, das können sich Museen wie das Barberini-Museum in Potsdam leisten, die am Tag 1.000, 1.500 Besucher haben. Wir haben am Tag bis zu 4.500, 5.000 Besucher in unseren Räumen. Wir hätten gar nicht die Kapazitäten, um das aufzunehmen. Und ich will auch nicht jetzt plötzlich hier jeden Besucher perlustrieren, um zu sehen, dass er nichts bei sich trägt. Wir leben immer schon, was die Zugänglichkeit des Kunstwerks betrifft, von der Quadratur des Kreises. Wir wollen es auf der einen Seite schützen, wie einen Goldbarren in Fort Knox, und auf der anderen Seite barrierefrei zugänglich machen. Nicht nur physisch barrierefrei, auch psychisch barrierefrei. Und das hat einen Preis. Und der Preis ist, dass man diese Kunstwerke zerschlitzen kann, wie das vor 20 Jahren eine Zeit lang leider bei einigen Attentätern Mode war. Davor hat man Salzsäuren auf Kunstwerke geschüttet, wie in der Pinakothek. Danach hat man Kunstwerke mit einem Hammer attackiert, wie eine Pietà des Michelangelo. Und jetzt ist anscheinend dieses Tortenwerfen etwas transformiert zur Mode geworden, um auf ein Anliegen hinzuweisen, das ich zutiefst teile. Aber wie gut auch die Absicht sein mag, Attacken und Angriffe auf Kunstwerke erlauben nicht einen Gewaltakt gegen ein Kulturerbe, wie Kunst es ist, und hilft der Sache nicht weiter.